Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und heute geht es um ein Unboxing der Sony PlayStation 4 Slim. Ja, ich habe mir jetzt mal eine Slim gegönnt. Warum? Weil ich es kann. Nein, Spaß. Ich habe sie mir geholt, weil ich sie ja jetzt relativ günstig gefunden habe für 199 Euro. Das ist da gerade so ein Angebot. Ist mit 500 GB und das Ganze ist dann neu. Ja, warum habe ich mir das geholt? Weil der Preis ist, wie ich finde, ganz gut ist. Man hat dann halt auch diesen etwas verbesserten neuen Controller. Das Ganze dann in der Slim-Variante, also ein bisschen kleiner, schmaler und so weiter und so fort. Und ich werde das Ganze einfach mit meiner PlayStation dann austauschen, weil dann habe ich auch wieder eine mit Garantie und das hat ja meine nicht mehr. Und daher habe ich da jetzt einfach mal zugeschlagen. Die PS4 Pro, da habe ich zwar auch Interesse dran, aber die ist mir zum Release auf jeden Fall zu teuer. Die werde ich mir dann irgendwann mal holen und dann wechsle ich das Ganze einfach wieder aus. Ja, aber kommen wir jetzt zum Unboxing und schauen mal nach, was in diesem guten Stück hier so drin ist. Hier haben wir also einmal den Karton relativ standardmäßig gehalten, einfach mit der Konsole und dem Controller drauf. An der Seite hier PS4-Logo, nochmal PS4-Logo. Da sieht man, was alles enthalten ist und natürlich die Unterseite. Und auf der Rückseite, da haben wir Uncharted 4 Horizon Zero Dawn, heißt das glaube ich. Dann irgend so ein Racing-Spiel und Lego Star Wars hier oben als Werbung drauf. Und darunter noch so ein bisschen was, was man mit dieser Konsole so machen kann. Und was ich ein bisschen doof finde, oder beziehungsweise doof von Sony vielleicht, dass sie hier extra raufkleben, PlayStation VR Ready. Das klingt so, als würde die alte PlayStation 4 das nicht können, aber das kann sie. Naja gut. Ja, das ist hier soweit alles beim Karton und diesen werden wir jetzt einfach mal öffnen mit diesem wunderbaren Messer. So, einfach mal hier so entlang. Und das war es dann wohl schon und das Ganze ist offen. Und warum ich sie übrigens auch gekauft habe, das liegt daran, weil ich dann wieder eine schwarze PlayStation 4 habe. Das passt besser in meinen Fernsehschrank, denn da sind sonst alle meine Konsolen nämlich auch schwarz. Und ja, die weiße PS4, die ich da so hatte, das war immer so ein bisschen, sah so ein bisschen komisch aus, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, auf jeden Fall haben wir hier so ein weißes Paket und auf der Rückseite steht nochmal, wo steht hier mal Deutsch? PlayStation 4 und die Umwelt, damit man so weiß, was da so Sache ist. Ist doch auch mal interessant. Ja, wo kriege ich das jetzt auf, ist die Frage. Ich glaube, hier ist das ganz gut. So. Oh, der Duft einer neuen Konsole. Einfach wunderbar. Was haben wir denn hier? Dann haben wir hier Anleitungskram. Dann haben wir einmal an die Seite damit. Ein HDMI-Kabel, ganz wichtig. Ein Micro-USB-Kabel für den Controller. Und ein Headset, welches ich auch von der alten PlayStation 4, welches ich auch aktuell immer noch nutze, wenn ich PlayStation 4 online spiele. Und ich finde, das reicht immer noch vollkommen aus und ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Muss ich ja mal sagen. Dann haben wir hier noch ein Netzteil, auch sehr wichtig, einen Controller. Und wenn wir das Ganze hier offen haben, dann haben wir da auch die Konsole. So. Ja, aber erstmal schauen wir uns den Controller an. Da haben wir das gute Stück. Aha, aha. Sehr interessant. Ja, ein Sony PlayStation 4 Slim Controller. Soweit alles so, wie man das kennt. Was aber hier anders ist, ist, dass man jetzt hier oben noch so einen kleinen Streifen hat. Fangen wir mal den Controller an. Sieht man das? Ja, das sieht man. Der blinkt jetzt auch vorne, damit man auch vorne sieht, was eigentlich hier hinten für ein Licht rauskommt. Weil das in manchen Spielen eigentlich auch was mit anzeigt, was manche vielleicht gar nicht wussten. Dann sind hier auf jeden Fall die Steuerkreuztasten anders. Die sind so, es ist so ein anderes Material. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, werde ich dann wohl rausfinden, wenn ich das öfter mal benutzt habe.
Und ich glaube auch die Option und Share-Tasten sind im anderen Material. Ich glaube sogar alle Tasten. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das ist alles so ein bisschen anderes Material. Und ich hoffe, es ist besseres. Aber zum Beispiel für die Joysticks, da benutze ich eh so eine Aufsätze. Und dann wird das schon passen. Auf jeden Fall ein PlayStation 4 Controller, der doch einen sehr guten Eindruck macht. So, jetzt haben wir aber auch noch die Konsole, die wir uns jetzt mal anschauen. Unten sieht das gute Stück so hier aus. Einmal ein PlayStation-Logo und am Rand hat man hier Dreieck X und Dreieck X und in der Mitte ein Kreis und ein Viereck, was ja die Tasten des Controllers symbolisieren. Dann haben wir hinten, da muss ich eigentlich gerade mal gucken, das wusste ich nämlich gar nicht, dass man hier gar nicht mehr diesen Soundeingang hat. Oder doch? Nee, ich glaube nicht. Oder ist der vielleicht woanders? Muss ich mal schauen, ist das vielleicht auch unter der Klappe, dass ich diesen, ich weiß gar nicht, wie das Kabel heißt, aber ich habe da immer so ein Kabel dran, damit ich den Sound auch über meine Anlage habe. Ich hoffe, das geht hier irgendwie auch, das wäre sonst ein bisschen doof, aber da muss ich mal dann schauen. Ja, sonst ist die Konsole eigentlich sehr schmal, sehr schick. Die beiden USB-Ports sind vorne ein bisschen weiter auseinander als sonst. Da ist das CD-Laufwerk und man hat dann hier unten auf der unteren Seite sozusagen die beiden Tasten für Anschalten und auch zum CD wechseln. Ja, sonst macht sie eigentlich einen ziemlich kleinen, schmalen, relativ leichten Eindruck und ist auf jeden Fall ziemlich viereckig. Und wenn ich das jetzt mit der alten vergleiche, hier mal meine alte, die ist doch ziemlich groß und der Anschluss, den ich brauche, den ich gerade meine, der ist der Digital-Out-Anschluss und ich hoffe, der ist hier irgendwie vorhanden, weil wenn nicht, dann ist das ganz schön doof. Ja, aber so viel dann zur PlayStation 4 Slim. Ich werde das Ganze dann ausprobieren und werde euch auch nochmal einblenden, einen kleinen Größenvergleich, damit ihr das mal seht. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann wieder. Wahrscheinlich, wenn ich eines Tages die PlayStation 4 Pro auspacke, dann spätestens natürlich, ich hoffe auch vorher. Und dann würde ich sagen, macht's gut Leute, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns und bis dann.